Das Leben wird immer komplexer und genau deshalb bin ich der Meinung, suchen immer mehr Menschen in Europa eine Möglichkeit auszuwandern. Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem sonnigen Thailand. Im heutigen Video möchte ich mit euch mal einen Punkt anschauen, der mich selber auch betrifft. Viele von euch haben ja gefragt oder fragen regelmäßig, warum bist du eigentlich nach Thailand ausgewandert? Vor allem mit 29, damals, also bereits vor 10 Jahren. Ich habe es schon oft gesagt, bei mir war es ja arbeitsbedingt. Ich hatte die Möglichkeit, in Thailand zu arbeiten. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich nach Thailand gegangen bin, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln im Ausland, arbeiten im Ausland, mal was anderes, Sprachen und so. Man kennt's, ist ja nichts Neues. Doch eine berechtigte Frage ist natürlich, ja, warum bist du überhaupt noch in Thailand? Geplant war nie, 10 Jahre hier zu bleiben. Aber trotzdem bin ich jetzt schon bald 10 Jahre hier. Und das hat genau was zu tun mit der Frage, die wir heute in diesem Video anschauen, nämlich, ist Thailand lockerer, beziehungsweise ist das Leben hier nicht so kompliziert wie in Europa? Hättest du mir diese Frage vor 9, 10 Jahren gestellt, hätte ich sie ganz klar mit Ja beantwortet. Als ich nach Thailand kam, klar, es braucht eine gewisse Zeit, bis man sich eingelebt hat, bis man sich hier mit der Kultur vertraut macht, und auch da muss man wirklich vorsichtig sein. Es ist nicht so einfach, wie viele glauben. Die thailändische Kultur unterscheidet sich maßgeblich von der europäischen Kultur. Es gibt so viele Dinge, die verstehen auch die Leute, also die Ausländer, noch nicht, auch wenn sie schon 10, 20, 30 Jahre in Thailand sind. Es ist eine andere Kultur, und wenn man sich damit abfinden kann oder wenn man damit zurechtkommt, dann wird man hier meiner Ansicht nach, klar, das liebe Geld spielt natürlich auch eine Rolle, ein gutes Leben haben und auch ein unkompliziertes Leben, wie es sicherlich vor 10 Jahren war, und das schauen wir uns jetzt gleich an, ist es heute auch noch so und lohnt es sich noch, nach Thailand auszuwandern. Aus Sicht eines Schweizers, ich bin ja Schweizer Staatsbürger, also habe auch noch die italienische Staatsbürgerschaft, aber ja, habe in der Schweiz gelebt. Aus Schweizer Sicht muss ich sagen, finde ich nach wie vor, dass das Leben in Thailand viel, viel entspannter ist als in Europa. Aber das kann ich natürlich auch nur sagen, weil ich halt ein Einkommen aus der Schweiz habe, beziehungsweise halt wie auch vielleicht ein Deutscher oder ein Österreicher oder allgemein jemand, der aus Europa kommt, wir halt in Europa ein höheres Gehalt haben als die Leute hier vor Ort. Würde ich meine Frau fragen, habe ich natürlich auch gemacht, ob für sie das Leben in Thailand kompliziert und anstrengend ist, wird sie oder hat sie geantwortet mit Ja. Also es kommt ein bisschen darauf an, wer gerade an der Macht ist, aber aktuell ist es so, dass viele halt das Leben in Thailand als anstrengend empfinden. Also anstrengend ist teilweise sogar noch milde gesagt. Ja. Und man weiß ja auch, dass die Menschen hier eher so ein bisschen ein lockeres Leben wollen. Hängt auch ein bisschen mit dem Klima zusammen und der Hitze. Und als wir jetzt in Europa, bei uns ist es sehr kühl, wir arbeiten die ganze Zeit, also ich meine jetzt ja, so um die 40 Stunden, 43 Stunden die Woche, alles ist bei uns geregelt, Arbeitsverträge und so, das ist ja auch nichts Schlechtes, das ist ja auch zum Schutz des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers. Und das hat man halt hier in Thailand zwar offiziell auch, es gibt hier auch Verträge etc., aber sie werden kaum gelebt, so wie wir es in Europa kennen, und auch nicht wirklich umgesetzt. Und man kann hier an jeder Ecke innerhalb von einem Tag eine Arbeit finden, ohne dass man einen Arbeitsvertrag kriegt, weil es hier einfach oftmals noch nicht so ist. Und jetzt ohne hier in die Details zu gehen, wenn ich jetzt das im Ganzen anschaue, müsste ich sagen, dass vor 10 Jahren, und das ist auch ein Grund, weshalb ich geblieben bin, ich halt einfach festgestellt habe,
dass das Leben hier so locker und easy ist. Oder ich gehe schnell zum 7-Eleven um die Ecke und bezahle dort meine Stromrechnung. Also man kann es übrigens auch schon über eine App machen. Das läuft auch schon alles in Thailand über Apps, wo man alles erledigen kann. Abfallgebühren sind lächerlich tief. Ist natürlich auch nicht gerade wirklich gut, weil man sieht ja auch, dass Thailand jetzt, also es ist nicht gerade ein Land, das kein Abfallproblem hat. Aber so im Allgemeinen muss man einfach sagen, man kann hier in Thailand alles als Ausländer, immer ganz wichtig aus der Sicht eines Ausländers betrachtet, relativ easy und locker erledigen, ohne große Behördengänge, ohne irgendwie da komplizierte Abläufe. Klar, es gibt eine Sache, das ist aber, glaube ich, auch wirklich die einzige für die, die hier in Rente sind. Klar, die, die ein Business haben und hier arbeiten, doch kommt dann noch ein bisschen mehr dazu, aber für die, die einfach nur hier leben, ist das Visum oder die Aufenthaltsgenehmigung einmal im Jahr zur Immigration, da Bürokratie, wie man es halt kennt. Und bei meinen klappt es etwas besser oder schnell, geht es schneller bei der einen Immigration, bei den anderen vielleicht etwas komplizierter und länger. Aber das ist auch bei mir die einzige Sache, die jedes Jahr halt ein bisschen, Kopfschmerzen ist jetzt übertrieben, aber ja, ein bisschen Aufwand betreibt. Ansonsten kann ich hier wirklich ohne irgendwelche größeren Sorgen leben und es lässt sich auch als Ausländer, der die Sprache nicht spricht, also da zähle ich mich jetzt nicht dazu, ich spreche die thailändische Sprache und ich verstehe sie auch, natürlich bei weitem nicht perfekt, aber jetzt aus der Sicht eines Ausländers, der nach Thailand auswandert und die thailändische Sprache nicht spricht und versteht, auch da ist es aufgrund der unkomplizierten Art und Weise vom thailändischen Lebensstil, also ja gut, ob jetzt der Lebensstil kompliziert ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber das, was wir hier erfüllen müssen, um hier bleiben zu können, finde ich persönlich nicht kompliziert. Im Vergleich zu dem, was ich alles in Europa machen muss, Steuern, weil das ist ja in Thailand auch so eine Sache, wenn du hier nicht arbeitest oder kein Einkommen hast aus dem Ausland, bezahlst hier auch keine Steuern in der Regel und daher musst du auch viel, viel weniger machen. Nichtsdestotrotz gibt es Länder, also ich habe gesagt, vor circa 9-10 Jahren war das hier wirklich, wirklich noch lockerer als heute. Aber es gibt dennoch einige in der Community, die sich über die Verschärfungen, Änderungen der letzten 5-6 Jahre aufregen. Und die halt sagen, ja, Thailand ist nicht mehr das, was es früher war. Da stimme ich auch zu, das ist so. Thailand hat sich verändert. Und es gibt auch viele, die suchen nach einer anderen Lösung, beziehungsweise nach einem Ort, wo vielleicht alles noch ein bisschen einfacher ist, noch unkomplizierter. Und ich bin auch der Überzeugung, dass genau solche Orte in Zukunft boomen werden. Klar, jetzt haben wir Covid, das macht alles noch komplizierter, als es sonst schon ist. Aber ich glaube auch, dass wenn Covid rum ist und wir so mehr oder weniger wieder zur Normalität rübergehen, dass dann ein Großteil der Menschen, die auswandern wollen, an Orten oder an Ländern interessiert sind, die unkompliziert sind, weil viele halt einfach mit dem heutigen Verwaltungsapparat, Behördenapparat, sei es in Deutschland, sei es in der Schweiz, sei es in Österreich, einfach nicht mehr klarkommen, überfordert sind. Dann gibt es auch viele, die sind halt noch überfordert mit der heutigen Technik oder vieles ist elektronisch, vor allem wenn man im Ausland lebt, wie jetzt hier in Thailand, macht es aus meiner Sicht auch keinen Sinn, da irgendwie Briefe und Papiere nach Europa zu senden,
steuertechnische Dinge oder Rente für die, die noch in eine Rentenversicherung einbezahlen, wie ich. Da bin ich zum Beispiel sehr froh, dass die Schweiz das Ganze auch über E-Mail macht. Früher war das nicht so, früher musste man immer einen Brief senden über die Post. Das ging 2-3 Wochen, manchmal ist er auch gar nicht angekommen. Und da das heute auch fast alles elektronisch geht, gibt es natürlich auch hier Leute, die sagen, ja, das ist mir zu kompliziert, ich weiß nicht, wie das geht, E-Mail, das, dies, Dokumente einscannen und. Und ja, das sind natürlich auch Leute, die dann halt irgendwann sagen, nee, es wird mir hier auch zu kompliziert. Ich suche mir vielleicht irgendwo einen Ort zum Auswandern in Europa selber, wo man halt noch relativ schnell und locker Dokumente versenden kann. Ja, was will ich eigentlich mit diesem Video sagen oder was ist die Hauptaussage? Für mich persönlich ist Thailand im Vergleich zu Europa nach wie vor unkompliziert. Ein Leben mit weniger Geld, als ich als Schweizer in der Schweiz brauche, ist hier für mich möglich und es ist für mich auch viel, viel unkomplizierter. Nichtsdestotrotz wird es in Zukunft Länder geben, Länder, die am Aufstreben sind, wo das Leben noch viel unkomplizierter ist und wo vielleicht auch die Abkommen mit Europa noch besser sind als die, die wir in Thailand haben für Handel etc. Wenn jetzt jemand noch im Business, also Business hat oder beruflich noch im Ausland tätig sein möchte. Und diese Länder werden in Zukunft wahrscheinlich dann auch für Expats interessanter sein. Meine Frage an euch, wer kennt so ein Land? Oder was denkt ihr, was ist für euch ein Land, wo man, für die, die natürlich jetzt Thailand kennen, oder auch allgemein, wo man noch sorgenfrei leben kann, ohne große Bürokratie, ohne hohe Abgaben und Steuern. Einfach euer Top-Land, was das angeht. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Bin gespannt, was da so zusammenkommt. Dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn du magst. Bleib gesund. Grüße aus dem noch unkomplizierten Thailand.